Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Josef und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute kamen vielleicht nicht so viele Videos online, aber dafür vielleicht später, nach diesem Video. Je nachdem, ich muss gucken. Ich verspreche euch noch nicht, ich verspreche es euch noch nicht, dass heute ein paar Videos online kommen. Aber ich glaube, mit diesem Video oder mit dem nächsten Video habe ich, glaube ich, 300 Videos auf meinem Kanal geknackt. Und aber leider nicht die Abonnenten, vielleicht kommen die noch. Und ja, also heute habe ich auf jeden Fall noch mir Mühe gegeben. Ich habe heute ein Cover-Video online gestellt. Also das heißt Lil Morty, Dirty Morty und Remix und Cover. Cover bei Josef Helbling oder Cover bei Josef. Und ihr könnt es gerne abchecken. Es hat bis jetzt noch 2 Aufrufe von der YouTube-Suche, was mich mega, mega freut, dass Leute dieses Video suchen. Und ja, deshalb, und ich war heute zu Hause, musste ein bisschen andere Dinge erledigen, so, aber morgen bin ich vielleicht wieder für euch da und da kann ich wieder, aber Samstag, Sonntag, da starte ich wirklich wieder durch, so wie so wie gestern oder wie vorgestern, weil heute ist Montag und heute ist Anfang dieser Woche und in 2 Wochen. Wenn diese Woche endet und die nächste Woche endet, dann sind eigentlich Ferien. Samstag, Sonntag, wie gesagt, ich werde durchstarten, ich werde weiter Gas geben. Und sorry, dass heute nicht so viel Video-Content kam, weil ich habe, glaube ich, nur ein Video heute hochgeladen. Mit diesem Video ist es das zweite. Wenn ich nicht noch ein Shorts-Video hochlade und ja... Wie gesagt, mir fallen auch die Videoideen. Ich kann so ab und zu mal Cover-Videos hochladen für ein paar Minuten so, nicht lange so. Aber dieses Cover-Video, was ich wirklich hochgeladen habe, war auf jeden Fall richtig, also war 2 Minuten lang. Ich habe es wirklich diesmal durchgezogen mit... Vor allen Dingen, das war auf Russisch sogar und ihr wisst, dass Russisch nicht meine Muttersprache ist und ich nicht in Russland geboren bin, ich aus Deutschland komme, aus Nordrhein-Westfalen und ja, auf jeden Fall, vielleicht kommen noch bald neue Songs von mir. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, dass ich jeden Tag versuche ein Video zu machen und abonniert mich dafür. Weil es wird sich auf jeden Fall lohnen und ich habe gestern noch einen Abonnenten dazu bekommen und oder heute, ich weiß gar nicht, gestern oder heute, ich glaube heute, danke auf jeden Fall an dich und du wirst es wirklich nicht bereuen, außer du kannst mich gerne deabonnieren, wenn du dich gespammt fühlst von meinen Videos, weil ich versuche richtig viele Videos und aber eins kann ich euch sagen, abonniert mich nicht. Wenn, das ist das erste Mal, dass ich jetzt sage, abonniert mich nicht. Sonst sage ich immer, abonniert mich, was keiner macht, außer ein paar. Abonniert mich nicht, wenn ihr so das Gefühl habt, nach einem Tag mich wieder deabonnieren oder so euch gespammt fühlt, weil ich zu viele Videos halt mache. Was heißt so viele? 5 Videos oder 6 Videos oder 7? Wenn ich natürlich Shorts-Videos mache, dann natürlich mehr, aber so 5 oder 6 Videos so pro Tag mache ich hier vielleicht und habe ich auch bei den anderen, bei Samstag, Sonntag habe ich auch versucht so 6 oder 5 Videos zu drehen an einem Tag und ja, und je mehr Videos ich an einem Tag drehe, deshalb, desto besser ist es für meinen Kanal, weil würde ich hier nichts mehr machen, würde auch keiner meine Videos anschauen, weil bei mir läuft das noch nicht. Also kein Video von mir ist viral oder so, hat zum Beispiel so 10.000 Aufrufe oder die 1.000 Aufrufe hatte geknackt, so hat es einige Videos gegeben, wo es halt geknackt wurde, bei Lip Sync Videos, bei Lil Peep von Save the Shit habe ich geknackt, dann wieder so ein russisches Lip Sync Video, es hat es wieder geknackt, also die 1.000 Aufrufe und ja, mein Ziel ist es wirklich mit einem Video hier viral zu gehen und ich werde so viele Videos machen, damit ich viral gehe und ich werde auch so lange Videos drehen, damit es endlich bei mir funktioniert und ja, ich will es nicht umsonst alles machen.
Ich mache das alles nicht umsonst. In den Ferien, in den Sommerferien fahre ich vielleicht zu meiner Oma. Also jetzt kommt Osterferien, aber nach den Osterferien kommen vielleicht die Sommerferien, also ein paar Monate noch abwarten. Und in den Sommerferien werde ich vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich inaktiv bin auf YouTube so, also keine Videos mehr mache, ich weiß es noch nicht, weil ich will diese 6 Wochen, wenn ich bei meiner Oma bin, da bin ich glaube ich inaktiv, aber das ist glaube ich nur für eine Woche, oder ich mache so ab und zu Lip-Sync-Videos oder so, gucke oder so, ich lasse mir auf jeden Fall einfallen. Und ja, deshalb bleibt auf jeden Fall gespannt. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt weiter die Schule da durchziehen, damit mein Zeugnis nicht so schlecht wird, weil also es ist wirklich schlimm gerade bei mir, weil ich bin die ganze Zeit, also nicht zu Hause, sondern so, weil ich habe gar keinen Bock und so, weil ich werde da auch nicht gelassen. Es gibt da Leute, die selber nicht lernen wollen und andere lernen und andere lernen. Also es gibt Leute, nee, ich sag das jetzt so, es gibt Leute, die nicht lernen wollen, und Leute, die lernen wollen. Und Leute, die nicht lernen wollen, wollen die Leute, die lernen, davon abhalten. Also nicht abhalten, sondern stören oder so. Und das finde ich ja traurig in meiner Klasse oder in meiner Schule generell. Und wie gesagt, vielleicht klappt es hier und dann bin ich endlich frei. Dann scheiße ich drauf, scheiße ich auf diese Schule da. Dann zeige ich euch allen, wer ich bin und so. Aber noch nicht. Wisst ihr, ich habe so eine Einstellung so, wenn das bei mir jetzt klappen würde, würde ich jedem zeigen, wer ich hier bin in meiner Stadt. Mit meinem Play-Button und so. Dann werde ich, ich muss, wie gesagt, ich will auch nicht angeben vor Leuten, aber diese Leute haben es wirklich verdient, dass man vor ihnen steht und wirklich zeigt, guck mal, ich habe YouTube-Play-Button, nur du mit deinen 700 Abos auf Instagram tust du auf Influencer und so, tust du auf YouTuber, Alter, sagst, komm, lass mal YouTube-Kanal errichten, so, okay, wir haben vielleicht mehr Freunde. Wir haben vielleicht ein besseres Handy als du und ihr habt selber keine YouTube-Kamera oder keine professionelle Kamera. Ich habe das gleiche Handy wie ihr, iPhone. Ihr habt vielleicht ein besseres Modell. Keine Ahnung, woher ihr die Kohle hernimmt. Also solche Sachen halt. Ich kann jetzt die ganze Zeit so darüber reden. Und ja, aber wie gesagt, ich bin kein großer Angeber so. Ich mag es selber nicht, wenn Leute vor mir angeben und so. So, guck mal, ich habe neues Auto, guck mal und so. Ich will halt den Leuten angeben, die irgendwie so schlechte Sachen über mich gesagt haben. Guck mal, Hackfresse, ich wurde damals als Hackfresse beleidigt wegen meinen Zähnen da, weil die gesagt haben, ich sehe aus wie ein Hase. Daraufhin, das war Mobbing. Daraufhin habe ich eine Zahnspange getragen, eine lose Zahnspange, weil ich keine feste, weil der Arzt hat gesagt, Josef, du brauchst keine feste Zahnspange. Und ja, also solche Sachen sind halt passiert. Und jetzt stell dir vor, ich habe auf einmal Fans, ich habe auf einmal Playbutton, ich bin auf einmal auf TV-Sendungen eingeladen und so. Stellt euch das alles mal vor, was zum Beispiel ein Junge, der jetzt einfach jetzt YouTube macht, und dann später überhaupt gar nicht weiß, dass der berühmt wird, weil ich habe so ein Video gesehen von russischen Rapper Igor Gried. Er hat auf jeden Fall gerappt in sein Zuhause und dann, ich weiß nicht, ob er dann wusste, dass er auf jeden Fall nicht wusste, ob der berühmt wird. Ich weiß es gar nicht. Der hat auf jeden Fall noch ein Video gemacht, wo der halt sagt, okay, neues Jahr 2013 oder 2014, und dann sagt er, ich kann nicht mal meinen Fernseher, also unser Fernseher arbeitet nicht, also komplett ist so, also nicht funktioniert, teilweise schlecht so, und trotzdem ist er auf jeden Fall in Dubai unterwegs und chillt da mit seinen Rappern, Kollegen und so, mit berühmten Leuten auf jeden Fall. Und alles durch YouTube, alles durch YouTube. Und ich will auch sowas. Ich will auch diesen
Fame, diesen Ruhm und diesen, ich will das alles haben. Und ich mache das auch wegen meinem Hobby, weil ich will wirklich viele Videos auf jeden Fall auf diesen Kanal bringen. Ich habe viele Videos gedreht, wo ich das alles erklärt habe und mir reicht es auch. Aber ihr schreibt ja keine Videoideen. Ich möchte euch nicht die Schuld geben. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt meine Videos angucken. Ihr könnt mich deabonnieren. Und ja, auf jeden Fall. Aber für mich ist es, mir ist es auf jeden Fall peinlich, dass ich gerade 61 Abonnenten habe. Okay, jetzt habe ich die Abonnentenzahl verraten, weil ich irgendwie nur noch über Abonnenten rede. Aber wie wär's, wenn ich das mal so mache, dass wenn ich wirklich erfolgreich auf YouTube bin, mache ich später, okay, jetzt bin ich erfahren, ich bin jetzt 4 oder 5 Jahre auf YouTube oder vielleicht 10 Jahre, 10 Jahre vielleicht mit euch, ja, jetzt vielleicht so fast ein Jahr. Aber dann werde ich euch die Tipps sagen, wie ihr an Abonnenten rankommt. Ich habe euch schon ein paar Tipps gegeben und so, wie YouTube Shorts meinen Kanal gepusht hat und die Videos wirklich dann 1000 Mal aufgerufen wurden, die einen oder anderen, also mal weniger, mal mehr. Und wie gesagt, und ich kann euch wirklich das, ich kann auch meinen Kanal da auch umwandeln. Ich will auf jeden Fall meinen Kanal richtig groß machen, dass viele Leute meinen Kanal angucken, dass viele meine YouTube-Videos angucken, dass viele meine Lip-Sync-Videos angucken, dass viele meine Cover-Videos angucken. Und vielleicht finde ich bald einen Freund oder einen anderen YouTuber, mit dem ich halt auch Videos machen könnte, also machen wieder nicht die ganze Zeit so alleine, mal so die ganze Zeit, damit ihr nicht wisst, ja, okay, ich sag euch die Wahrheit. Ich habe zwar Freunde, ich habe zwar Bekannte, ich weiß gar nicht, ob das Freunde sind. Ich glaube, das sind Fake-Freunde einfach nur. Aber die machen halt nichts mit mir. Ich sehe die nur in der Schule. Und wenn ich nicht zur Schule gehe, sehe ich die überhaupt nicht. Vielleicht so ab und zu mal auf der Straße so begegnen und Hallo sagen. Aber sonst wollen die halt nichts mit mir machen so. Aber ich kenne die vor lange. Eigentlich wohnen die nicht weit von mir. Die wohnen direkt im nächsten Block. Also sind praktisch meine Nachbarn. Und so der zwei oder drei Leute von meinem Bekanntenkreis, also von meinem Freundeskreis, wenn man das überhaupt Freunde nennen kann. Und wie gesagt, also damit das halt nicht wirkt, dass ich so alleine bin und so. Und ja, ich will auf jeden Fall einen YouTube-Partner haben und so, mit dem ich halt so geile Videos machen kann, der für mich kurz die Kamera hält oder ich für ihn die Kamera halte. Und dann können wir beide so ein bisschen so die Abonnenten gegenseitig pushen und so. Also kein Clickbait machen. Ich weiß gar nicht, ob Clickbait. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich Clickbait schon gemacht habe. Aber ich glaube nicht, weil alle meine Videos haben keine besonderen Thumbnails oder so. Und meine Videobeschreibung ist immer fast die gleiche oder nicht so Clickbait. Wirklich zum Beispiel die ganze, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rede. Ja. Ich über Abos und dann im Videotitel schreibe, breche die Schule ab oder so, obwohl ich darüber gar nicht rede und so. Wisst ihr, was ich meine? Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Und ja, auf jeden Fall, mir hat es wieder Spaß gemacht, mit euch ein bisschen zu reden. An alle Leute, die mich bis hierhin angeguckt haben, bis hierhin dieses Video geguckt haben, schreibt auf jeden Fall Hashtag Josef Held, damit ich weiß, wer sich bis zu diesem Zeitpunkt meine Videos, dieses Video angeguckt hat. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir werden richtig berühmt, glaubt mir. Und wenn nicht, dann keine Ahnung, dann lasse ich mir was anderes einfallen. Aber ich will auf jeden Fall meinen Kanal behalten. Und ich hoffe, mein Kanal wird doch nicht gehackt oder so. Ich will doch mit keinem Beef machen und so. Ich bin eher ein kleiner YouTuber mit 61 Abonnenten und fast 300 Videos oder schon 300 Videos oder über 300 Videos. Und wie gesagt, auf jeden Fall, mir hat Spaß gemacht. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund, bleibt aktiv. Und wie gesagt, glaubt an eure Träume, verfolgt eure Ziele und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Josef. Ciao. Peace out.